klein bin ich auch nicht. Thema in diesem Jahr lautet es gemeinsam innovativ. Und für uns ist ein starkes Frankreich konstitutiv, um Europa auch voranzubringen. Und deshalb hat die ganze Bundesregierung ein maximales Interesse an Erfolg des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, auch mit seinen Reformen, die zum Teil im Übrigen sehr mutig sind, zum Teil im Bereich der Berufsausbildung und so weiter, sehr auch von deutschen Erfahrungen profitieren. Und diesen Erfolg wollen wir wirklich unterstützen. Für kreatives und innovatives Neudenken vergrößern. Großbritannien bestimmt selbst darüber. Und wir sind uns ja im Kern auch einig, dass am Ende des Weges ein sehr, sehr intensives Freihandelsabkommen stehen wird, bei dem wir natürlich, das muss man ehrlich sagen, im Dienstleistungsbereich nicht sehr viel Erfahrung mit internationalen Freihandelsabkommen haben. Aber das wollen wir als zukünftige Beziehung sehen. Sponsoren zu verdanken, der Deutschen Telekom AG und der Deutschen. Die Tatsache, dass durch das Good Friday Agreement im Grunde Nordirland und die Republik Irland wie ein Binnenmarkt miteinander verbunden sind und dass diese beiden Gebilde nun voneinander getrennt werden, was nie in der Geschichte stattgefunden hat und trotzdem keine Grenze entstehen soll, die führt uns halt vor hohe, geistige Herausforderungen, wie man das macht, wo keine Grenze sein soll, dass der Binnenmarkt trotzdem endet. Ganz herzlichen Dank, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin.